Ui, ui, ui. Wir haben Altmetall für Walter und wir werden wahrscheinlich dadurch ein Level up kriegen. Und nein, ich habe keinen Haarklammerverkäufer hier gefunden. Also. In Ordnung, lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Ja, Level up. So, wieder an die Arbeit. Ja, danke, Mann. Für all die Level ups. Oh, Dietrich brauche ich wohl nichts mehr. Reparieren 75, Medizin 45. Kleine Waffen weiter 96. Nice. Spezial. Das ist gut. Oh, obwohl Spezial auch nicht schlecht ist. Das müsste ich fast nutzen, aber. Na, zuerst das da. Das ist auch gut, aber. Ich bin so overpowered. Ich glaube, das macht mich noch mehr overpowered zurzeit. Ich mache so viele kritische Treffer und ich habe meine Pfeilpistole verkauft. Ich glaube, das wäre mit der Pfeilpistole auch noch extra ein bisschen besser. Okay, ich will zu Ten Penny's Tower. Ja. Mit Ten Penny's Tower. Ah, sind die direkt um die Ecke. Die Shotgun werde ich mir auch später holen, aber ich brauche Haarklammern. Ich brauche Haarklammern. Ein bisschen, ein paar Haarklammern. Nur 100 oder so. Das würde mir reichen. Ganzes Inventar voll. Ich brauche zwei Schläge. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Okay, schauen wir mal, ob im Tempani Tower jemand für uns Haarklammern verkauft. Wir haben so viele Verkäufer, da muss es doch jemanden geben. Oh, Tinker Joe. Hast du Haarklammern, Tinker Joe? Bitte. Ein paar Haarklammern. Ein paar. Erinnern Sie sich an mich, Tinker Joe, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe alles, querbeet. Nein. Nein. Zu viel. Noch immer zu viel. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Diese Roboter hier sind leider schon alle verkauft. Ich stelle dieser RL... Ja. Nächstes Mal kill ich dich, wenn ich dich sehe. Wenn du keine Haarklammern hast. Was auch immer das hier ist. Ich muss mir durchschauen. Vielleicht gibt es hier Haarklammern. Ein paar. Lebens was? Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry. Ich schätze, es werden Red Kakis sein. Präsident von Amerika. Präsident Ihres. Ja. Hallo, großartiges Amerika. Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Sogar aggressive Red Kakis. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Komm. Fuchs. Rotes Licht. Das ist sehr einfach. Okay, stay. Ihre Schwestern, Tanten, nur Haarklammern. Und ja, ich bin damit auch die
Nuklegranaten habe ich mir auch neu gemacht. Da habe ich jetzt auch schon ziemlich viele. Fast 9 Stück oder so. Vielleicht 10. Das sind doch so schwer zu sehen. Verdammt! Komm schon! A-Klammern! Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Schon fast das Gefühl, als müsste ich Saves aufknacken, dass ich A-Klammern kriege. Unglaublich. Wird eine zweite Folge voller A-Klammern-Dürren. A-Klammern-Dürre die zweite. So wie jede Menge Ecken die zweite Folge gab. Schlecken. Wir haben jede Menge Kronkorken. Ich will rein, verdammt nochmal. Wie oft sollen wir das denn noch durchkauen? Sowas lassen wir hier nicht rein, Basta! Ich kann hier gern den ganzen Tag lang stehen und durch diese verdammte Sprechanlage brüllen. Ich hab doch schon gesagt, dass Tenpenny hier keine Zombies wohnen lässt. Wer zum Teufel ist hier bitte ein Zombie? Also, ein Mensch sind sie nicht. So viel steht verdammt nochmal fest. Zum letzten Mal. Zombies verboten. Sie können zwischen mir und einem Wilden also nicht unterscheiden, ja? Gut, dann werde ich Ihnen den verdammten Unterschied mal zeigen. Warten Sie nur. Hallo? Miss Roy. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Sie sollen abhauen. Tenpenny braucht Ihre verfluchten Kronkorken nicht. Und ich will verdammt nochmal keinen Stress. Zum letzten Mal. Entferne deinen verwesenden, hässlichen, verdammten Ghoul-Arsch von Mr. Tenpennys Privatgelände! Was? Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären einer dieser verdammten Ghule auf der Suche nach Almosen. Sie betreten gerade widerrechtlich Alistair Tenpennys Privatgelände. Haben Sie einen Grund, sich hier aufzuhalten? Money. Ah, und das hier. Ach ja. Und wieso sollte ich das glauben? Haben Sie schon mal einen Ghoul gekillt? Tatsächlich? Dann kommen Sie da draußen im Ödland sicher bestens klar. War es das oder wollen Sie weiter meine Zeit verschwenden? Mist. Ah. Vielleicht passen Sie besser hierher, als ich glaube. Okay, ich nehme das Geld an. Aber treiben Sie es nicht so weit. Ich werde Sie im Auge behalten. Belästigen Sie Tenpenny und die anderen Bewohner nicht. Wenn Sie auch nur in die falsche Richtung niesen, drehe ich Ihnen den Hals um. Probier's, Bruder. Willkommen im Tenpenny Tower. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Ja. Sonst noch was, Gustavo? Hallo. Hallo. Ich hoffe, das ist wichtig. Dieser verdammte Roy Phillips ist einfach nicht abzuwimmeln. Kommt immer wieder und bettelt um Almosen. Wir wollen solche wie ihn hier nicht. Basta! Wenn ich im Wettgeschäft wäre, würde ich einen Haufen Kronkorken draufsetzen, dass er bald gewalttätig wird. Aber das würde Tenpenny nervös machen. Ich mag es nicht, wenn Tenpenny nervös wird.
Ich habe einfach nicht genug Leute, Roy Phillips und seinesgleichen zur Strecke zu bringen. Sonst würde ich diese Misere ein für alle Mal beenden. Wirklich? Sie können was tun? Sie können es gerne probieren. Aber heulen Sie sich nicht bei mir aus, wenn Sie sich dabei verletzen. Sie haben sich mit einem Haufen wilder Ghule in den nahegelegenen Metrotunneln verkrochen. Vorsicht! Roy ist auch kurz davor, zum Zombie zu werden. Schätze, Sie machen das nicht aus reiner Herzensgüte. Habe ich recht? Wie wär's mit 500 Kotkorken? Zahlbar nach erfolgter Beseitigung dieses verdammten Ghouls Roy Phillips und seiner Gefährten. Alles klar. Viel Glück. Ich komme aber nicht, um Ihren Arsch zu retten, falls Sie in Schwierigkeiten geraten. Sie sind auf sich allein gestellt. Roy Phillips und die Gang sind in den Metrotunnels von Warrington. Sie haben den Haupteingang verbarrikadiert. Versuchen Sie es über den Güterbahnhof. Tenpenny zahlt immer pünktlich. Auch haben wir recht komfortable Wohnungen mit zusätzlichen Vergünstigungen. Ihm gehört dieses Gebäude. Wir bekommen unsere Kronkorken von ihm. Vergessen Sie das ja nicht. Ich denke, wir können ein paar Geschäfte machen. Hier ist mein Sortiment. Hast du? Kampfrüstung, Metallrüstung. Nicht so schlecht. Metallrüstung ist auch ziemlich viel wert anscheinend. Nein, keine Kronkorken. Das Kaliber doch. Ich brauche das nicht. Ich brauche. Hopp, jetzt hat es kurz geleckt. Hopp, ja, irgendein Warnzeichen ist da gerade auf meinem Bildschirm, das ihr nicht seht. Oh, Messmarde, den brauchen wir noch. Profix-Geld, Stange Ziggis, Schachtel Ziggis. Perfekt, passt schon. Danke. Hat er eigentlich die Waffe gehabt? Das legendäre Power Force zum Reparieren hat er. Okay. Okay, ich suche mir einmal einen Händler, nicht einmal einen Händler. Den brauche ich nicht. Okay. Trennen wir was anderes. Gute. Ich brauche die Ghoul-Maske nicht, die man hier kriegen kann, wenn man sich bei den Ghoulen beitritt. Okay, ich kann hier einfach runtergehen. Vielleicht gibt es hier Haarklammern. Ich muss die Chance nutzen. Ich brauche sie. Fleißnägel ist schon mal gut. Und der Kleber verkauft sich auch gut. Komm schon. Hey. Sehr schwer. Natürlich. Ich würde sie hacken. Wenn ich nur Haarklammern hätte. Oh, es wird wieder eine Talk-Folge. Aber ich brauche Haarklammern. Wenn hier die kleinste Chance ist, dass ich eine Haarklammer finde, zumindest. Hey du. Tenpenny Tower ist doch ein wunderbarer Ort zum Leben, oder? Dann haben wir hier. Bitte echte Leute. Hallo! Hallo, Sie sind neu hier, wie? Ich bin Margaret Primrose. Ich leite das Café Beaumont. Kommen Sie doch mal vorbei. Ich dachte, wir sind hier vorbei. Chief Gustavo versichert uns, dass er sein Sicherheitsteam verstärkt hat und jeden Zombie töten wird, der sich hier blicken lässt. Diese Ghule haben ihn ganz schön Angst eingejagt, was?
Ich wäre schon lange weg. Ich bin nicht im Dienst. Kommen Sie später. Ach, was zum Teufel. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Dr. Banfield. Was kann ich für Sie tun? Stimmt. Hier muss auf jeden Fall ein Arzt dran. Ein Glück, dass ich hier bin. Dann hören Sie auf, meine... Allererstes sind Arschlöcher in diesem Spiel. Realistisch. Nein, nur Scherz. Haben wir nichts zu verkaufen? Die Leute hier sind gesund. Sie essen gut und haben ein festes Dach über dem Kopf. Tenpenny ist sehr wählerisch. Er lässt nicht jeden hier rein. Einwanderfreie Gene und Lebensbedingungen sorgen für eine relativ gesunde Umgebung. Sauberes Wasser ist natürlich immer noch ein Thema. Aber wir haben genug Medikamente, um die Strahlenkrankheit in Schach zu halten. Deshalb gestattet er den Ghulen auch nicht, hier zu leben. Warum sollte er ein gesundes System untergraben? Da gibt's Sinn. Ich wollte hier nicht andeuten, dass sie abgeschlachtet werden sollten, obwohl es vermutlich heutzutage sogar die beste Lösung wäre. Ich brauche Händler, denen ich was verkaufen kann. Hallo, willkommen in der Boutique Le Chic. Ich bin Lydia Montenegro. Hier bieten wir nur das Beste zu Preisen. Ihr Geschmack für Einkaufsläden ist vortrefflich. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, sie hat Waffen. Und fette Kampfrüstungen auch. Warum? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Bitte schön. Tschüss. Hallo. Ich hoffe wirklich, dass Sie nicht verletzt sind. Wen haben wir denn hier? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Susan Lancaster. Eher der starke, ruhige Typ, was? Was für ein Glück. Jemals einem Ghoul begegnet? Ich mag Sie auch nicht. Ich bin hierher gekommen, um Abstand zu all dem zu gewinnen. Hören Sie, ich weiß, Sie sind gerade erst hier angekommen, aber wir könnten Ihre Hilfe wirklich gebrauchen. Und ich auch. Jemand muss sich ein für alle Mal um diese Ghule kümmern. Gustavo und seine Blödmänner schaffen das nie. Und? Werden Sie etwas unternehmen oder nicht? Sie sind etwas Besonderes. Nicht wie diese ganzen anderen Loser. Langsam glaube ich, dass es einfach keine Verkäufer gibt. Dieser Loser. Hallo. Herbert Dashwood. Verdammt nett, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich Daring. Macht hier sowieso jeder. Kennen Sie das GNR-Radiohörspiel? Die Abenteuer des Herbert Daring Dashwood? Da geht's um mich. Ja, meine früheren Jahre. Ich hatte sogar mal einen Ghoul-Diener. Sagen Sie, haben Sie schon mal einen Ghoul kennengelernt? Nun, dann wissen Sie sicher auch, dass einige Ghule nicht wild sind und mit sich reden lassen. Diese Ghule, die versuchen, nach Tenpenny zu kommen, müssen aufhören, bevor es Verletzte gibt. Ich denke, sie leben in den Metrotunnels in der Nähe. Haben Sie noch nie Radio gehört? Die Abenteuer von Herbert Daring Dashwood?
Er hat das im Stil der Vorkriegssendungen gemacht. Lief ganz gut. Und alles ist wahr. Rocopolis, Miss Chase, ja, einfach alles. Natürlich stellen sie mich darin ein wenig als Trottel dar. Argyll hat mir öfter die Haut gerettet. Aber ich war auch nicht schlecht. Ach, was für Zeiten. Argyll war mein Diener. Oder genauer gesagt, der Typ, der mir immer wieder die Haut gerettet hat. Nun, er war ein Ghoul. War schon vor dem Krieg hier. Wir begegneten uns, als ich im 41 die Freundin ausspannte. Seitdem waren wir enge Freunde. Wir wurden vor langer Zeit getrennt und haben uns nie wieder gesehen. Wenn Sie Argyll da draußen finden, sagen Sie mir Bescheid, okay? Oh, habe ich gleich noch nie gefunden. Dann machen Sie sich mal einen Namen. Mach ich. Sorry. Mein Name ist Tiffany Cheng. Mein armseliges Würstchen von einem Ehemann ist Genosse Irving Cheng. Erzählen Sie ihm ruhig, dass ich das gesagt habe. Wussten Sie, dass er versucht hat, ein Komitee zu gründen? Zur Erörterung der Ghoul-Lage? Ein Komitee? Und natürlich ist er der Vorsitzende. Wir brauchen jemanden, der endlich mal was tut und nicht nur große Reden schwingt. Sie wissen nicht zufällig über Ghule Bescheid, oder? Das ist fantastisch. Ein echter Mann der Taten. Genau das, was wir brauchen. Bitte. Willkommen zur Föderalisten-Lounge. Ich verstehe, Sir. Verdammt. Du. Ach, willkommen im New Urban Apparel. Feinste Kleidungsstücke der Nachkriegszeit. Tragen Sie eben weiter Ihr billiges Outfit. Schätze, was Besseres können Sie sich eh nicht leisten. Ich hätte Ihnen was Fabelhaftes zusammengestellt. Warum ist das so hell da drin? Muss der Raum sein. Ah, ist auch Kampfrüstungen. Willkommen im Tenpenny Tower. Hallo. Ist ein zwielichtiger Bursche. Tschüss. Aber wenn Tenpenny ihm vertraut. Hier ist nochmal der Doc, oder? Ja, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob du in deiner eigenen Welt lebst. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich mit mir selbst rede. Wie ein Kaviar ankäme. Aber man kann ja nicht alles haben. Es werden Pfeile zurückgelassen. Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Hallo! Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Ich komme mir vor wie im Paradies. Boah, klar, Mann. So viele Haarklammern. Hallo. Verdammt. Muss ich echt nachgoogeln, wo man Haarklammern in diesem Spiel findet. Ah, hallo. Anscheinend. Anscheinend muss ich das. Was gibt's ja nicht. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Ach. Ja, ja. Glaube ich dir. Ich könnte Haarklammern gebrauchen. Jetzt ich mach die Ghoul-Mission. Haarklammern. Ein bisschen. Ein paar. Ein wenig. Hallo? Hallo? Haarklammern. Ein klein bisschen Haarklammern. Hat jemand Haarklammern zum Spenden? Hey, hast du Haarklammern zu spenden? Ja. Oh, Haarklammern. Keine Haarringe, Haarklammern.
Haarklammis. Ein paar Haarklammis. Nein. Hey du, Haarklammern? Ja. Nein. Haarklammern? Ja. Nein. Nein. Verdammt. Ich bin nicht zur Unterhaltung hier. Santa weg, die Tür zu öffnen. Verdammt. Tragen an dieser Rüstung ist zu eng. Haarklammern? Hier, irgendwo, irgendwas. Das ist ein einzelnes Haus. Ich dachte, das einzelne Haus, Haarklammern. Briefkasten? Nein. Hier ist die Station. Ich will hier rüber schauen. Vielleicht gibt es hier drüben Haarklammern. Hallo? Irgendjemand hier Haarklammern? Briefkasten? Hast du Haarklammern? Nein. Wieder nur eine Metrostation. Oh. Hier mal einen Eingang und Ausgang, oder? Haarklammern? Irgendjemand hier drinnen vielleicht? Hier muss doch Haarklammern sein, heißt Luckys. Hallo. Haarklammern. Hier, willkommen im gottverlassenen Höllenloch. Ich mag dich. Wenn du Haarklammern hast, mag ich dich noch mehr. Bis später. Danke. Und hat einen coolen Style, gefällt mir. Wenn du Haarklammern hast, musst du sterben. Sorry. Wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Das ist schlechte Loot hier. Haarklammern? Nein. Da ist gar nicht so schlechte Loot drin. Das wäre es fast wert, sie umzubringen. Aber zu sympathisch. Verdammt, gute Loot. Man verkauft hier nur Dreck. Ah, okay, dann für dich. Ich werde sie so richtig. Was zum Teufel ist das für eine Party? Das ist Sniper. Verdammt gut. Okay. Doch auf mich zu schießen, ihr Idioten.
Meine Damen und Herren, der erste Todeskralle. Alles tot. Oh, was zum Teufel war das gerade? Hat auch keine A-Klammern, die Todeskralle. A-Klammern? Nein? A-Klammern? Chinesisches Sturmgewehr. Und hier irgendwo ist der andere gestorben, oder? Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Eins, zwei, drei. Wisst ihr was? Wir upgraden. Wir upgraden. Zum Chinesischen. Und cool aus. Okay, Mädel, du hast gerade Glück gehabt. Wo ist sie? Ja. Wenn der. Siegesgewehr. Wichtigstes Ding ever. Roxas. Danke. Erinnert mich irgendwie an Parvati. Deswegen lebt sie. Keinen anderen Grund. Muss ich vorsichtig sein mit Trinken. Nicht, dass irgendwo noch eine Todeskralle auftaucht. Und dafür haben wir das Baby hier. Vielleicht haben die hier Haarklammern. Zumindest nur ein paar, 10 Stück oder so reichen schon. Noch nicht so eine fette Haarklammerdürre gehabt. Dachte ich gar nicht, dass das möglich ist. Ganz hinten hier drüben gibt es anscheinend auch noch was. Da ist die Shotgun dann drüben. Könnte ich fast mitnehmen dann. Nein! Mist. Ich glaube, ich hole mir zuerst die Shotgun. Da oben sind die Haarklammern. Ganz sicher. Alle. Das ist ein verdammt guter Platz für einen Scharfschützen. Den gilt es im Blick zu behalten. Kann ich ein besseres Gewehr bekommen? Was? Du willst ein besseres Gewehr haben? Dann musst du ein besserer Schütze auch werden. Das Mädel jammert weniger rum. Okay, gibt es hier was oben? Nein, hier drüben ist Loot oben, ich hab's gesehen.
Darf man den Sprung nicht vermasseln wieder. Ich dachte, das wäre eine Falle. Ein kleiner Raketenwerfer. Aber keine Haarklammern. Oh, was haben wir hier drin? Also meine Leute. Okay. Zeit, um Richtung Shotgun zu gehen. Mich rauf. Um mich. Nicht, was ich gern sehe. Das könnte tot sein. Ja, wenn es mein Team nicht da drüben rausschafft, einer kommt. Wo kommst du denn her? Besser. Oh boy, ich sehe ihn. Was? Darf ich das? Der eine schaut ziemlich verwirrt geradeaus. Habe ich nicht einen Raketenwerfer? Das könnte sich auszahlen gerade. Sind so weit entfernt für die Granaten. Ich schaff's gar nicht bis zur Shotgun rüber. Habt ihr? Nein, keine Haarklammern. Okay. Definitiv in einem Gebiet, wo ich nicht sein sollte. Was? Ihr schreckt mich.
Okay. So, die Frage, warum hier? Ich will nicht im Dunkeln herumrennen. Ich will nicht im Dunkeln herumrennen. Nein, danke. Soll ich meine Drogen auslaufen lassen? Ich frage nur, warum dort zwei Wachbots waren. Habe ich wieder die falsche Seite ausgesucht, um hier reinzugehen? Ich möchte was zurückgehen, aber irgendwie war da nur Stein und Felsen. Okay, interessante Tarnung hier. Mini-Atombomben. So viel Zucker. So, da will ich nicht zu nah zu wie. Psycho. Maddox. Wieder gut und absichtlich genommen. Rocket Station. Oh, leichter Lag. Wollen Sie mich verarschen? Riesengefahr. Was muss jemand tun, um hier verdammte A-Klammern zu finden? Die Mentats sind geklitscht. Solange die Nuka-Cola nicht geklitscht ist. Was ist das für ein Baumplan? Bombenkorbenmine. Toll. Das heißt. Was heißt das? Anspruchsfeld? Nee. Okay. Eigentlich sollte ich theoretisch meinen Bauplan zuerst verbessern, bevor ich weiter upgrade. Okay, was sagt die Karte? Bin ich direkt daneben? Ich bin direkt daneben.
Gehen wir weiter. Dann werden es wieder 50 Minuten. Vielleicht finden wir ja Haarklammern. Ja. Ah ja, ja, hab ich schon gesehen. Die Line gesagt. Klingt in Englisch besser. Nein, Kernspaltungsbatterie mitgenommen wieder. Das sind nicht die Häuser, die ich haben will. Und da ganz hinten in der Ecke gibt es auch noch was Interessantes. Zwei Sachen. Zuerst die Shotgun. Ist gleich da. Sicherheit. Nicht, dass es eine Todesklaue ist. Ein Brahmin. Hey Bruder. Was zum? Okay, also lebt sogar wer. Deswegen. Es ist still. Hallo, Fremdling. Mein Name ist Sierra Petrovita. Schön, ein neues Gesicht in Girder Shade zu sehen. Sie sind doch sicher hier, um sich meine Nuka-Cola-Sammlung anzusehen und an der Tour teilzunehmen. Ich habe eine der besten, nein, die beste Nuka-Cola-Sammlung in Ödland der Hauptstadt. Ich habe für meine Sammlung in den letzten 10 Jahren alle Nuka-Cola-Fanclub-Auszeichnungen erhalten. Ja, ich bin die Präsidentin, die Protokollführerin und die Schatzmeisterin. Einmal im Jahr versammeln wir uns hier in Girder Shade, um Rezepte mit Nuka-Cola zu kochen. Letztes Jahr habe ich mit pochierter Kakerlake in Nuka-Soße gewonnen. Köstlich! Du bist nicht verrückt, oder? Naja, momentan sind wir zu zweit. Ich und Ronald. Aber jeder kann Mitglied werden. Auch Sie, wenn Sie möchten. Ronald? Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie hätten ihn bereits getroffen. Normalerweise redet er mit den Leuten, die nach Girder Shade kommen. Er ist mein Nachbar und mein Beschützer, wie er es nennt. Stellen Sie sich vor, ein Raider würde mich bestehlen wollen. Er wird's ihm zeigen. Er ist so ein süßer Kerl. Sie sollten mal mit ihm reden. Wirst du den einzigen Typen in der Gegend in die Friendzone gestellt? Er ist so nett. Passt immer auf mich auf und beschützt die Sammlung, was noch wichtiger ist. Einmal kamen diese Raiders vorbei. Sie waren zu dritt und ihr Anführer hieß Lucknut oder so ähnlich. Sie haben also Ronalds Tür eingetreten und seine Waffe macht BUM! Und einen von ihnen zerfetzte es in 1000 Teile! Dann versuchte der andere, Ronald mit einem Knüppel oder so auf den Kopf zu schlagen. Aber Ronald wich ganz cool aus und schoss ihm ins Gesicht. Dann brüllte dieser Kerl Lucknut Ronald an und schrie, ich werde dir in den Arsch treten oder so. Und Ronald schrie, vergiss es und schlug! Oh, tut mir leid. Manchmal schweife ich ab. Sie sollten auf jeden Fall mit Ronald sprechen. Er würde Sie sicher gerne kennenlernen. Er ist wirklich nett. Er ist wirklich nett. Ah.
Natürlich bin ich verrückt. Verrückt nach dem Geschmack von Nuka-Cola. Also, wir können den ganzen Tag darüber reden. Oder Sie können an der Tour teilnehmen und eine eiskalte Nuka-Cola genießen. Wie sieht's aus? Oh, ich muss pissen, aber ja, natürlich. Na dann mal los. Ich führe Sie herum. Aber es gibt keine gratis Nuka-Cola am Ende der Tour. Ich dachte, hast du nicht... Oh. Die Erfahrung? Nachdem John Caleb Bradburton 2044 die Nuka-Cola erfunden hatte, wurde die Limonade schnell zum weltweit beliebtesten Erfrischungsgetränk. Das Wundergetränk begeisterte so viele Menschen, dass die Nuka-Cola Corporation schon bald viele Werbeartikel wie die folgenden veröffentlichte. Und weiter. Was zur... Bin ich da in irgendwas reingetreten? Im Jahre 2067 gab es in fast jeder amerikanischen Straße einen Nuka-Cola-Automaten, wie dieses seltene, hübsche Modell. Clover, Clover, du stehst vor dem Automaten. Geh weg. Sogar in unserer verrückten Gegenwart gilt Nuka-Cola immer noch als beliebteste Erfrischung unter den Überlebenden des Weltuntergangs. Wie versprochen, hier ist ein kleiner Ansporn. Eine eiskalte Nuka-Cola. Sehen Sie mal das Eis an der Flasche. Kalt und köstlich. Entschuldigung, ich schweife ab, wenn ich eine Nuka-Cola in der Hand halte. Bevor ich Ihnen mein kleines Angebot unterbreite, erzähle ich Ihnen ein wenig über Nuka-Cola Quantum. Wie ungeduldig. Wow, Sie brennen wirklich darauf, rauszukommen und anzufangen. Auf jeden Fall zahle ich für jede Flasche ein paar Kronkorken, wegen der Spesen und so. Wenn Sie absolute Spitze sind und circa 30 Flaschen finden, um meine Nuka-Cola-Maschine zu füllen, kriegen Sie einen streng geheimen, tollen Preis. Nee, ich verrate nichts. Es wird aber eine klasse Überraschung, ich verspreche es. Sehr gut. Ich kann die Quantum schon schmecken. Viel Glück. Nein, tut mir leid. Was? Also im Osten gibt es ein paar ungemütliche Raiders in Evergreen Mills. Da würde ich persönlich nicht hingehen. Zum Glück sind wir unter dem alten Highway verborgen, sodass uns niemand stört. Ansonsten weiß ich nicht viel. Man arbeitete an einer Methode zum Verhindern des Leuchtens beim Ausscheiden des Getränks. Sie wurde nie perfektioniert. Ich habe gehört, dass das spezielle Zeugs, das für das Leuchten verwendet wurde, eine Halbwertszeit von mehr als 1000 Jahren hat. Die Flaschen waren auf jeden Fall besser zu erkennen. Ich weiß, wie die ausschauen. Nun ja, es ist wie eine Geschmacksflutwelle, die auf ihren Körper prallt. Es dreht sich alles, aber gleichzeitig sieht man alles vollkommen klar. Geht wirklich gut ab. Ich soll süchtig sein? Wie kommen Sie denn darauf? Ich kann jederzeit damit aufhören. Es ist echt blöd zu glauben, dass ich abhängig werden könnte von dem köstlichsten Getränk, das je von Menschenhand geschaffen wurde. Ah, dieses Voice Acting und Charakterbuilding fehlt in Fallout 4. Okay, schießen Sie los. Soll ein bisschen verrückt sind und nicht nur langweilig nett. Aber ja, ha, jetzt habe ich Sie überrascht, was? Am besten gehen Sie in die Ruinen des Nuka-Cola-Abfüllwerks in DC. Suchen Sie dort nach den Lieferverzeichnissen. Die Verzeichnisse geben Ihnen gute Hinweise darauf, wohin die Nuka-Cola Quantum geliefert wurde. Während Sie dort sind, können Sie ja vielleicht sogar ein paar Flaschen Quantum aufstöbern. Hm. Die Anlage in DC war die Hauptfabrik, bis die Bomben fielen. Dort wurden auch sämtliche Forschungen durchgeführt. Quantum wurde nur in dieser Anlage produziert. Man befand sich noch in der Marktforschungsphase und hätte die Produktion bei Erfolg ausgeweitet. Schade, dass dies nie geschehen ist. Sonst wäre Quantum so alltäglich wie normale Nuka-Cola. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht mache ich mein legendäres Quantum-Sorbet.
Kann sein, dass ich sie umbringen muss für die Waffe. Was das ist bei seinem... Hey, was haben Sie bei Sierra gemacht? Nein, ich bin nicht der Typ zum Heiraten. Hören Sie, ich sorge einfach nur dafür, dass sie nicht belästigt wird. Das würden Sie an meiner Stelle doch auch tun. Ah, oh, was für eine erste Nummer. Sie sollten sich mal lieber beruhigen und etwas in sich gehen. Gördershade ist meine Stadt. Sie können nicht einfach hier reinmarschieren und mir sagen, dass Sie Sierra mitnehmen. Ich bin bei ihr auf jeden Fall zuerst dran, nicht Sie. Wow, Sie sind ja echt so naiv, wie Sie aussehen. Wie soll ich sagen? Ich würde gern mit ihr in der Horizontalen arbeiten. Sie beackern. Ach, Sie wissen schon. Sie haben wohl noch nicht so viel Erfahrung wie. Naja, sagen wir einfach, sie hat etwas, was ich gerne hätte. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich weiß, dass sie darum gebeten hat, nach Nuka-Cola Quantum zu suchen. Verdammt, sie fragt jeden, der hier durchkommt. Ich schlage vor, weiter nach den Drinks zu suchen, sie dann aber nicht ihr zu bringen, sondern mir. Sie wird sich so über all diese Flaschen Nuka-Cola freuen, dass sie wie Butter in meinen Armen schmelzen wird. Ich zahle dasselbe, das sie zahlen wollte. Dann sind alle glücklich. Ich glaube kaum. Nehmen Sie sich, was Sie können. Das habe ich mir gedacht. Gut, bis dann. Wo ist deine Shotgun? Ich bin nur wegen der Shotgun hier. Nur wegen der Shotgun. Ich glaube, ich muss sie. Die Ähnlichkeit. Ich glaube, ich muss da ein bisschen aufräumen, dass ich zur Shotgun komme. Hier ist keine Shotgun. Er hat die Shotgun auf sich. Also. Ich will der Frau auf jeden Fall keinen Nuka-Colas geben. Hm, vielleicht funktioniert der alte Minentrick wieder. Okay, probieren wir es. Was? Fängt es zum Regnen gerade an? Funktioniert nicht. Kann ich hier drüben etwas Hilfe haben? Ich hab was einen. Haben wir denn? Hey, was ist los? Wo? Kannst du mich sehen, was? Ui, der ist er ja. Danke für die Lederrüstung auch. Okay, der Knieknacker. Ich komme dann wieder zurück zum Looten. Um mit der Frau zu reden. Der Knieknacker. Oh. Ich muss. So. So. Nimm Lederrüstung. Was sind meine Gedanken? Und dann zurück nach Nupaton. Nuka-Cola Town. Megaton. Danke fürs Zuschauen. Ich bin fertig hier. Ich bin eine volle Stunde. Peace out.